Willkommen zu Road to F1 23 und wir sind heute in F1 2015. Einer der Games, wo ich damals sagte, eigentlich richtig grottig, aber heute finde eigentlich ziemlich revolutionär. Wir gucken uns mal ganz schnell an, wer wo so gefahren ist, was sich alles so getan hat. Vorher noch die Strecken Australien, Malaysia, China, Bahrain. Falls ihr die Videos gestern nicht gesehen habt, schaut gerne vorbei. Da waren wir schon mal in F1 14. Abonniert doch unbedingt gerne den Channel kostenlos, dass ihr nichts verpasst. Und natürlich, wenn Formel 1 rauskommt, wird es auch hier richtig abgehen. Wir werden Formel 1 23 auseinandernehmen. Spanien, Monaco, Kanada, Österreich, Großbritannien, Ungarn, Belgien, Italien, Singapur, Japan, Russland. Geile Strecke, USA, Mexiko. Seit dem Jahr, glaube ich, dann erst dabei gewesen, oder? Brasilien, Abu Dhabi. Ich wäre fast für Mexiko. Die Strecke ist cool, aber auch Spielberg ist seit 14 erst dabei. Schwierig. Wir nehmen Mexiko. Dann hier haben wir Daniel Ricciardo und Daniel Kwiat. Da ist Sepp schon gegangen. Williams haben wir Felipe Massa und Valtteri Bottas. Hier dann Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen. Bei McLaren dann die fadersten McLaren, glaube ich, überhaupt. Alonso und Bottas. Force India haben wir Nico und Perez immer noch. Dann bei Toro Rosso, Max und Sainz. Bei Lotus haben wir Romain Grosjean und Pastor Maldonado. Dann haben wir bei Sauber Marcus Ericsson und Felipe Nasr. Den kenne ich auch nur noch vom Senioren. Will Stevens und Roberto Meir. Ich glaube, die zwei One-Hit-Wonder überhaupt. Und Mercedes natürlich vergessen, Luis und Nico. Aber wir werden hier den guten alten Valtteri Bottas nehmen. Die Fans auf den Tribünen. Für die Startaufstellung, wir sind mit Bottas auf dem letzten Platz. 5 Sekunden einfach mehr hier langsamer als der Rest. Romain Grosjean, Kwiat, dann haben wir hier Sainz und Ricciardo. Max noch bei Toro Rosso und Felipe Massa. Dann Kimi und Vettel und Nico und Hamilton. Was denn sonst in diesen, ja, in dieser Epoche? Wir starten rein ins Rennen. Wir werden heute aber mit einer anderen Strategie gehen. Denn wir werden heute probieren, mit den Gelben nach vorne zu kommen. Los geht's! Rückblick, Road to F1 23. Unser Start war sehr gut, sensationell. Hier in Mexico City. Und, Alter, das ist so easy. Warum sind wir so schnell? Gut, ich weiß natürlich, der Williams war damals eine Rakete. Und wir konnten hier... Was ist? Jo. Wir konnten hier einfach... C5, ja. Ihn, glaube ich, holen wir auch noch. Ja, egal. 5 Plätze aufholen. Das nur durch den wirklich sehr starken Speed der Williams auf den Geraden. Das ist schon wirklich abnormal. So, hier gehen wir an. Oh mein Gott, Sainz noch in der Red Bull Academy bei Toro Rosso. Sehr, sehr interessant das Ganze. Ja, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Geh vorbei wieder. Die goldenen Reifen, die waren auch sehr cool. War ja auch das einzige Team, die die eingefärbt haben. Die anderen haben sie immer so Standard gelassen. Sie haben sie eingefärbt, also in diesem Gold. Ja, Toro Rosso war schon cool und rückblickend frage ich mich auch, warum man die überhaupt rausgenommen hat. Also... Toro Rosso war schon eine echt geile Marke und wie viele tolle Fahrer die hervorgebracht haben. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Sainz und Verstappen Teamkollegen, heute undenkbar. Ich glaube auch nicht, dass Sainz eine Chance hätte. So, jetzt hier Pastor Maldonado. Ja, 18 Runden, oder? Ja. Und Hamilton wieder zieht da vorne davon. Da ist nichts, keine Mauer, nichts in der letzten Kurve. Es ist alles noch natürlich anders als dann zu Beginn. Hört ihr jetzt mal den Speed an. 300. Na gut, ist nicht so. Wir stehen an. 333. Ist okay. Ja, und dann die Scheitel verpasst. Da kommt fast der Switchback von Pastor Maldonado. Alles viel offener hier. Das fällt auf jeden Fall auf. Und hier ist schon der Messpunkt. Hier ist schon der erste Sektor vorbei. Also das ist ein bisschen wunderlich. Hat sich natürlich über die Jahre ein bisschen was geändert. Wird. Der war auch eigentlich nicht so schlecht, muss man sagen. Sein Fehler war halt, dass er Vettel hinten drauf gefahren ist. Und das zweimal oder so, dreimal. Dann, ja, war schnell vorbei mit der Euphorie bei Red Bull mit ihm. Ich glaube, Wirt hätte auch gute Chancen gehabt, ein paar Wins zu holen. Also, man hat ihn da echt sehr schnell Unrecht getan. So, im Windschatten hier an Wirt dran. Das ist so ein Cheat, dieser Williams.
Der Williams ist so... Ja, da kommt er wieder vorbei. Ne? Der Williams ist so ein Cheat. Das ist krank, wie schnell der auf den Geraden ist. Leider ist er dann auch so unhandelbar in den Kurven. Nico diesmal schnellste Rennrunde. Und jetzt nochmal Nico, okay. Ja, die letzte Kurve fällt mir echt schwer zum Einschätzen. Und jetzt schauen wir mal. Ich drehe jetzt mal fett auf. Und im Windschatten. Gucken wir mal, was da so geht. Alter, Alter. Guck dich das an. 348. 348 auf den Straights. What the fuck? So unheimlich schnell. Oh mein Gott. Max jetzt vor uns. Ja, da gehen wir wieder auf Mager. Purple im ersten Sektor. Ja, da geht nix. Jetzt. Wir drehen wieder den Turbo. Es ist so krank. Dieses Auto. Wie konnte mit diesem Auto niemand irgendwie was machen? Das Auto ist so verdammt schnell auf den Geraden. Aber es ist halt dann auch leider unhandelbar in den Kurven. Ich glaube, das ist auch die Erklärung. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr unhandelbar. Wir drehen auf den Straights ein bisschen auf, denn hier kann man so viel aufholen. Oh mein Gott, ich will gar nicht wissen, wie schnell wir jetzt sind. Guckt euch das mal an. Guckt euch das an. Guckt euch den Speed an. Guckt euch diesen Speed an. Es ist so krank. Ich glaube, wir schaffen die 350, oder? Ja. 353. Oh mein Gott. Ja, viel zu spät auf der Bremse. 353, Leute. 353. Dieses Auto hat Speedrekorde. Dieses Auto hat Speedrekorde. Es ist so krass. So krass habe ich das noch nie bei einem Auto gesehen, wie strong dieses Auto ist. Aber ich muss mich echt mal sputen mit meinen Fehlern. Aber ich darf natürlich nicht vergessen, wir sind eh schon auf dem Team. Da vorne ist jemand ausgeschieden. Oh mein Gott, mein Teamkollege voll reingefahren. Oh mein Gott, grün. Darf ich ihn überholen oder nicht? Ja, ich darf. Ach du Kacke. Das kam random. Das kam sehr random. Halleluja, mein Teamkollege hier einfach tot. Yo. Da wird aus einem Rennen eine Last to First, eine Last Man Standing Challenge. Gut, und jetzt mal wieder fett aufdrehen. Die letzte Kurve einfach, wie viel Platz hier ist. Das ist echt toll. Das ist sehr toll. Das Problem ist halt, ich habe keinen Windschattengeber und ja. Ich denke mal, dass hier in der Roman ein bisschen aufholen wird. Und da geht es jetzt richtig ab. Ich muss den Benzin runterdrehen. Will Stevens, bitte mach uns Platz. Ja, schaut euch mal an, was Will Stevens hier abzieht. Es ist so asozial. Es ist unheimlich asozial. Er hat Blue Flags und fährt hier irgendwo herum. Ja, das ist so dumm, was der da macht, wirklich. So, jetzt Lewis vor uns. Jetzt Lewis vor uns. Gibt's hier DS? Nein, gibt's noch nicht. Trotzdem gehen wir innen vorbei. Erstmal, Leute. Das ist der vierte Platz. Ja, ich glaube, der konnte wieder vorbei sein. Ich muss hier ein bisschen weit gehen. Ich gehe in die Box rein. Es geht nicht mehr. Die Reifen sind so durch. Geht schon irgendjemand in die Box rein? Nein, muss ich auch noch weiterfahren? Ich will nicht mehr. Die Reifen sind zu kacke. Wir rutschen schon so herum. Meines Boxenstopp. Achte Runde, noch eine ganze Runde dann. Das könnte sehr kritisch werden für meine Reifen. Ja, das Einzige, was wir hier gerade verlieren, ist Zeit auf Nico. Aber ich glaube, die können wir dann mit den frischen Reifen eh noch einholen. Jetzt gehen wir in die Box rein. Das ist nämlich auch die Gap. Ich denke mal auch, dass Nico reinkommen wird. Und mal schauen. Vielleicht ist es drin. Vielleicht kommen wir mit dieser Strategie an Kimi Räikkönen vorbei. No way, wir haben den Ferrari überholt, wir haben Vettel überholt. 2,185 Sekunden, wir haben Sebastian Vettel in der Box überholt. Das war natürlich super, das war sehr gut. Ich glaube, aber Nico ist weitergefahren, oder? Den können wir doch überholt haben. Wir müssen das mal gucken. Ich muss das jetzt mal gucken. Nein, Nico ist weitergefahren, okay. Boxenstopp gab es auch schon damals, also Funk. Jetzt sind auch die Spitze in der Box. Nico ist zwar vor uns rausgekommen, aber wir haben es ganz knapp geschafft.
an Kimi vorbeizugehen. Das ist wichtig. Und Kimi ist auch mit dem Overcut an seinem Teamkollegen vorbeigegangen. Also bei Ferrari hat man hier anscheinend ordentlich einen Schnitzer drin gehabt bei Vettel. Jetzt haben wir noch 8 Runden Zeit, um an Nico Rosberg vorbeizugehen. Also ich glaube, das könnten wir schaffen. Diese weißen Reifen sind auch ein Wahnsinn. Freut euch schon auf F1 23. Ich extrem, wirklich. Also ich bin ein Riesenfan. Alt. Wir gehen noch nicht vorbei, weil ich will noch einmal dieses unnormale DRS auf den Geraden haben. Das war knapp. Das war sehr knapp. Schaden? Nein. So, jetzt geht's los. Aus der letzten Kurve raus. DRS on. Im Windschatten hängen wir uns hier an Nico Rosberg dran. Ist da was drin? Kommt euch die Speed an. 330, 340, 300. 50, 300. Ja, wir gehen aus dem Windschatten raus. Und da ist nichts mehr da. Ja, das war scheiße knapp. Wie schaut's mit dem Sprit aus? Okay, da können wir jetzt bis zum Schluss gleich mit Feld fahren. Wir sind hier an Nico vorbeigegangen. Und das ist tatsächlich der erste Platz, Leute. Wir haben es hier geschafft. Nein, viel zu spät auf der fucking Bremse. Gut, wir sind doch nicht an Nico vorbei. Das war scheiße von mir. Wir haben es hier tatsächlich geschafft, wollte ich schon sagen. Aber das können wir nochmal machen, glaube ich. So, und jetzt geht's los. Jetzt heißt noch einmal, zieh mich, Bro, zieh mich. Probieren wir es aus. 310, 320, 330, 340, 350, 300 und, ja, geht glatt 60. Das ist krank. Das ist leider auch scheiße hier. Endless Fight hier mit Nico. Das ist echt ein Endless Fight. Bis zur letzten Runde gefühlt. Also dieser Fight kostet halt unnormal Zeit. Da sehen wir auch dran, dass da hinter uns die Verfolgergruppe schon an uns dran ist. Und ein Fehler könnte hier natürlich auch bedeuten... Na fuck, der Quersteher. Ein Fehler... Ja Mann, wie oft denn noch ein Quersteher? Ein Fehler könnte natürlich bedeuten, dass man hier... dann direkt dritter, vierter, fünfter ist. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen in Bedrängnis, denn ja, Nico wird jetzt angreifen können und jetzt hat auch Hamilton aufgeschlossen. Ich glaube nicht, dass wir das halten können. Sind in der letzten Runde hier in unserer Road to F1 23 Formel 1 2015 und das Game ist wirklich underrated, also wirklich, das Game bockt ordentlich. Ich fahre jetzt mal mit dieser extrem ekelhaften Sicht. Ich frage mich auch, wie Leute mit dieser Sicht überhaupt fahren können oder ob das überhaupt Menschen sind. Diese Sicht ist wirklich kacke, katastrophal. Immerhin kann man hier die Curbs gut einschätzen und die Track Limits. Das ist wirklich gut. Ich meine, als ob man das auch nicht in der Innenperspektive kann, aber das geht hier wirklich gut. Man kann sich auch richtig raustragen lassen. Denn man sieht ja, oh mein Gott, ja. Man sieht ja auch, wo das endet. Aber trotzdem, ich finde das echt scheiße. Ja, die Reifen, guckt euch mal die Reifen an. Da gibt es den Pendler. Die ist dann schon eher meine Sicht. Die mag ich gern. So, es geht in den letzten Sektor und dann haben wir es gewonnen hier. Wir schaffen es trotz der 3 Sekunden Strafe hier ins Ziel mit 7 Sekunden Vorsprung zu Nico Rosberg und wir sind ja vom letzten Platz aus. Ja, das war nicht gut. Wir sind ja vom letzten Platz aus gestartet und gewinnen hier erneut in unserer Road to F1 23 mit Valtteri Bottas
in Mexiko. Was für ein geiles Auto. Und schafft wirklich einen Speed-Rekord von 361 km/h. Es ist so strong, dieses Auto. Es gefällt mir extrem gut. Und vielleicht starten wir hier irgendwann eine Karriere. Falls es euch gefällt, würde ich mich extrem freuen. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Lasst doch gerne ein Däumchen oben da. Und die Siegerehrung so geil. Ich liebe Bottas hier mit seinem beinahe Klatzenschnitt. Gar nicht mehr zum Vergleichen mit jetzt. Also jetzt lässt er sich ja richtig so flowen und so. Aber ja, es ist sein Leben. Er kann sich entscheiden, was er will. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Lasst gerne ein Däumchen oben da. Und schaut auch unbedingt gerne auf TikTok, auf itz_tobi und auch gerne auf it_gaming auf Instagram vorbei. Links mal unten in der Bio und macht die 13k voll. Bis morgen zur nächsten Road 2 oder auch später nochmal. Oder ja, später auf TikTok. Und ciao.